Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Mein Name ist Lore Esmina und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute für dich habe ich die Look Fantastic Box von Monat November. Ich habe sie in Jahresabo und zahle 17 Euro im Monat. Sprich, es werden mir 17 Euro im Monat abgebucht und ich habe sie jedes Monat. Drinnen sind immer 6 Produkte drinnen. Und auf der Seite werde ich euch die Seite unten verlinken. Habt ihr auch die Möglichkeit Adventskalender. Oft gibt es so Boxen, hochwertige Boxen. Ich habe mal eine Box gesehen, die war wirklich hochwertig. Ich glaube, die hat gekostet 40 oder 45 Euro. Und oft gibt es irgendwelche Rabatte und Codes. Also schaut unbedingt vorbei, auch jetzt, wo die Black Week ist. Gibt es natürlich super tolle Rabatte, also ihr könnt auch Online-Sachen bestellen dort auf der Seite. Ich habe gesehen, die haben Natasha Denona, dann habe ich gesehen, die haben Olaplex, also ihr habt auch einzelne Kosmetiksachen und natürlich die Boxen haben sie auch. Und die haben auch so Special-Boxen und solche Sachen. Also bei Look Fantastic gibt es wirklich super schöne, hochwertige, auch Mega-Produkte und nicht nur jetzt Pflegesachen. Genau. Ja, ihr Lieben, falls ihr euch entscheiden solltet, dass ihr da etwas bestellen wollt oder ein Abo abschließen wollt, wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich einen Freundschaftslink habe. Mit diesem Freundschaftslink bekommst du 15 Euro Guthaben. Das wollte ich euch gerne noch Bescheid geben. Ich werde es auch immer wieder dazu sagen, weil ich mir denke, 15 Euro sind 15 Euro. Ja, ihr Lieben, genau. Ich glaube, alle Informationen habe ich euch jetzt gesagt zu der Box. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was in der Box drinnen ist. Und wir werden natürlich ein bisschen auch über die Produkte sprechen. Genau, ich würde sagen, ich fische jetzt das erste Produkt aus. Das erste Produkt ist von der Marke Molten Brown. Das ist aus London, Molten Brown London. 50 Milliliter, made in England. Und das ist ein Bad and Shower Gel. Ein kleines Gel, was man sich super toll mitnehmen kann, wenn man mal wo unterwegs ist. Aber es wird nicht mein Lieblingsduft werden. Es riecht stark nach Minze. Genau, das werde ich wahrscheinlich dann auch weitergeben, weil ich gesagt habe, die Sachen, die ich nicht benütze, möchte ich auf jeden Fall in Verlosungen oder so weitergeben, weil es hat wirklich keinen Sinn, wenn das lange bei mir steht und dann kaputt wird. So, das ist jetzt mal das erste Produkt. So, dann kommen wir zum zweiten Produkt und ich glaube, dass diese Marke sehr viele mögen und kennen. Und zwar ist das die Marke Elemis. Und die Marke Elemis, da kenne ich wirklich einige Zuschauer, die das gerne verwenden. Ich kenne Elemis natürlich auch, aber ich habe jetzt nicht wirklich vieles von denen getestet. Und zwar ist das 15 Milliliter eine Nachtcreme, eine Superfood-Nachtcreme, also Superfood, sie nährt gut. Genau, 15 Milliliter ist nicht viel, aber ich finde es nicht schlecht, dass man sie mal testet, denn wenn sie wirklich gut ist, kann man sie natürlich auch in Originalgröße kaufen. Also ich kenne viele, die auf Elemis schwören und da gibt es auch einen Abschminkbalsam, den habe ich bekommen bei der Women's Day, habe ich den bekommen und der Abschminkbalsam, der war jetzt ehrlich gesagt für mich persönlich nicht so der Burner, weil der hat drinnen Minze gehabt und sobald ich hier so ein bisschen Minze verreibe, juckt das für meine Augen und deswegen habe ich den Abschminkbalsam. Ja, also so Rose und so geht noch, aber so scharfe Sachen finde ich oder Kräutersachen gehören persönlich für mich nicht auf dem Gesicht, weil sie wirklich dann anfangen auch zum Jucken und zum Brennen. Ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Der eine mag sensitiv, der eine mag Kräuter, aber für mich persönlich fängt das an zum Jucken und deswegen mag ich den Abschminkbalsam von Elemis jetzt nicht wirklich. Aber ich werde schauen, dass ich ihn verwende, werde aber schauen, dass ich bei den Augen ein bisschen vorsichtiger bin. Genau. So, dann haben wir das nächste Produkt und zwar habe ich das Produkt, hat mir eine Zuschauerin gesagt, dass dieser Conditioner so gut sein sollte. Und das sind 25 Milliliter, also ich schätze mal, das ist mit ein-, zweimal fertig. Wenn man lange Haare hat, dann ja. Ich kenne die Marke überhaupt nicht, die sagt mir gar nichts. Aber wie gesagt, die Zuschauerin hat gesagt, dass das ein sehr guter Conditioner ist. Und den möchte ich auf jeden Fall super toll gerne probieren. Und ich habe gesehen, dass man hier so wie einen Sprühkopf hat. Schaut sehr interessant aus und ich werde es probieren und werde euch dann im Aufgebrauch berichten. So. Jetzt kommen wir schon zum dritten Produkt und das ist die Marke Peter Thomas Roth. Diese Marke war schon in der letzten Box drinnen.
Das ist etwas für die Augen, und zwar ist dort gestanden, man sollte dieses Produkt, man sollte das Make-up weggeben, man sollte das unter die Augen geben und man sollte 5 Minuten warten, bis das trocknet, und dann sollte man das Make-up und die Pflege raufgeben, weil es ist gestanden, es hilft zum Beispiel Augenkrähen und Falten ein bisschen zu reduzieren. Also schaut sehr hochwertig aus und sehr vielversprechend. Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal testen, sobald ich die nächste Routine gemacht habe, weil das ist nicht viel und das wird wahrscheinlich in ein, zwei Mal auf jeden Fall weg sein. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Produkt, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht kenne. Das ist die Marke Frank Body, und zwar ist das etwas für die Haare. Hier steht, man soll es dreimal in der Woche kann man das machen, und hier steht Made in Australia, und es ist so ein Scrub, das bedeutet, es ist so ein Peeling für die Kopfhaut. Ein sehr großes Produkt, ja, werde ich auf jeden Fall auch testen. Und falls mir das nicht so zusagt, werde ich das natürlich auch weitergeben. Ich weiß, ob ich das testen kann, weil ich habe zurzeit auch ein bisschen hier auch Haarausfall. Und genau, ich werde das ein bisschen aufheben, sobald ich meine Therapie mit den Tabletten fertig bin. Und dann könnte ich das auf jeden Fall mal testen. Und falls nicht, kann man das auch weitergeben, weil das ist ja hygienisch, das bleibt ja in der Tube. Und genau, aber es wäre schade, wenn man das so einfach entsorgt. Genau. So, jetzt haben wir Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, 4, 5. Jetzt haben wir noch ein Produkt, und da freue ich mich sehr. Das ist etwas zum Schminken. Und diese Marke, Zitat, haben wir schon öfters gehabt in der Box. Letztes Mal haben wir gehabt so einen Lippenbalsam. Der war super, und ich weiß, dass es von dieser Marke eine Lidschattenpalette gibt, und die Lidschattenpalette ist auch sehr cremig, und das ist nämlich ein Eyeshadow. Das ist so ein metalliger Eyeshadow, und der schaut so lila, blau, kalt, und den werden wir jetzt mal hier swatchen. Schaut sehr schön aus, so richtig so wie eine Eisprinzessin. Das ist so in diesen eisigen Violettflieder. Ja, das kann ich mir auch super toll auch vorstellen, jetzt auch im Winter, wenn man das Gesicht so weiß ist und dann so. Also finde ich Genau, richtig und schön. das Das ist auch wirklich ein schönes Produkt, und wenn ich einmal ein Make-up davon habe, könnten wir natürlich auch ein Full Face machen. Genau. So, ihr Lieben, das war's jetzt von meiner Look Fantastic Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir unbedingt in den Kommentaren, welches Produkt war für dich am spannendsten, oder welches Produkt hast du schon mal getestet und welches Produkt sagst du, das liebe ich, und welches Produkt sagst du, oh, das mag ich gar nicht. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, da können wir sich gerne unten ein bisschen austauschen. Und jetzt würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen wunderschönen Abend, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bussi Baba, eure Lola.